Hallo Freunde, ich habe euch wieder eine Strategieaufgabe mitgebracht. Das heißt, ihr werdet hier wieder in dieser Stellung euch hoffentlich das Video anhalten, euch mit der Stellung beschäftigen, überlegen, wir sind mit Schwarz am Zug, welche Pläne könnten wir hier haben, welche Möglichkeiten gibt es. Ja? Und es ist kein taktischer Schlag irgendwas, sondern wirklich eine Strategie, wo auch immer die drin bestehen sein möge. Ja? Guckt euch selber ein bisschen um, was könnte man hier verbessern und ihr denkt immer dran. Das, was wir verbessern, wird beim Gegner vielleicht verschlechtert oder so, ne? Und schreibt mir eure Ideen, was auch immer ihr zu dieser Stellung dachtet, in die Kommentare, ne? Denn ihr wisst ja, kommentieren ist das neue Abo. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob ihr so schlau seid und so gute Züge gemacht habt wie Smyslov hier gegen Grigoritsch. Also, auf geht's. Und bevor wir schauen, was Smyslov gespielt hat hier, wollen wir mal gucken, worauf kommt es hier überhaupt an, was fällt auf. Ja? Es gibt nur eine offene, es gibt zwei offene Linien, aber auf einer der D-Linie haben beide ihre Türme schon stehen. Da scheint nicht viel zu passieren. Ja, und wenn wir den anderen Turm zum Beispiel auf die C-Linie setzen, um auf der zweiten Reihe reinzudringen, dann könnte auch der Weiße hier entsprechend sich dagegen stellen. Da scheint nicht allzu viel los zu sein. Okay. Der Springer auf E4 steht ganz gut da. Der kann auch nicht so richtig vertrieben werden durch F2, F3 zum Beispiel, weil dann hier der G3 hängen würde, ja, und auf dieser langen Diagonale der E3 zum Beispiel schwach werden würde. Okay, wenn der Springer E4 nicht so richtig vertrieben werden kann, okay, der steht gut. Und der Läufer steht ja eigentlich auch gut. Und der Turm auf einer offenen Linie, soweit alles in Ordnung. Gucken wir mal auf die weißen Figuren. Was ist mit dem Springer hier? Der kann über D4 oder über C5, manchmal auch A5, aber eher D4, C5, Richtung Zentrum am Spielgeschehen teilnehmen. Dieser Läufer hat hier eine wunderschöne Diagonale. Ja, gerade wenn wir zum Beispiel mit F7, F5 diesen Springer nochmal stabilisieren wollen würden, würde natürlich dieser Läufer hier extrem stark werden, weil der nicht mehr aufgehalten werden kann. Sowohl dieser Läufer als auch dieser Springer haben hier das starke Feld D4 gemeinsam, ja, wo man zum Beispiel mit Läufer D4 oder anderen Zügen so ein bisschen sich der D-Linie entgegenstellen kann. Und genau hier setzt Smyslov nämlich an bei seiner Strategie. Er spielt den schönen Zug F7, F6. Er versucht E6, E5 zu spielen und damit nicht nur das Feld D4 für die beiden Leichtfiguren wegzunehmen, sondern allgemein auch diese ganze Läuferdiagonale des Läufer B2 ja, zu blocken, dass er einfach komplett gegen die Wand guckt und überhaupt nicht mehr aktiv ist. Und Weiß versucht mit G4 diesen Doppelbauern hier in irgendeiner Form vielleicht aufzulösen, alles gut, aber wir gucken mal eben eine kleine Variante. Was würde denn zum Beispiel auf Läufer D4 passieren? Damit, bevor der Läufer eingeblockt wird, ja, denkt sich Weiß, dann stelle ich ihn halt aktiv oder tausche den oder so. Auch hier folgt E5. Und nach dem Tauschen tauscht Schwarz einmal zwischen und spielt A mal B. Wir sehen, der schwarze König hat hier schon Luftloch, ja, kann im Zweifelsfall aktiv werden. Jetzt ist aber die A-Linie offen und der A-Bauer eine ganz, ganz massive Schwäche. Ja, wir haben Doppelbauern. Das sieht tatsächlich komisch aus, aber insgesamt ist die Schwäche des A-Bauern hier doch deutlich stärker zu gewichten. Weil wenn wir mit dem Turm zum Beispiel auf A3 schlügen, dann hat der Springer anschließend, ja, dann hat er auch wieder ein Problem, weil er nicht nach C5 und nicht nach D4 und nicht nach D2 kann. Und wenn er auf die Grundlinie geht, dann kann er eben entsprechend gefesselt werden oder so. Und ja, Weiß hat jetzt eine große Schwäche auf A3, der Springer ist inaktiv, der Turm kommt nicht vorwärts und bei Schwarz stehen nach wie vor alle Figuren sind sehr aktiv und du hast ja, vielleicht sogar Schwierigkeiten, diesen A-Bauern überhaupt gedeckt zu halten, weil der Springer ja vielleicht über C3, B5 oder sowas angreifen könnte. Okay, das war nur mal eine kleine Variante. In der Partie folgte G4. Um bei Zeiten vielleicht mal irgendwann mit G5 diesen Hebel hier, diesen Block hier aufhebeln zu können, um vielleicht diesem Läufer B2 nochmal irgendwie ja,
ihnen Arbeit zukommen zu lassen. Natürlich spielt Schwarz E6, E5. Und jetzt sehen wir, der Läufer B2 ist blockiert. Der Springer B3 hat jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Felder. C5 ist ja auch hier vom Springer kontrolliert. Durch dieses einfache Manöver hat Schwarz schon einen kleinen Zugriff auf die Stellung bekommen. Weiß versucht mit König anzunähern. Der Turm geht ins Zentrum, schlägt. Und jetzt drohen wir zum Beispiel Turm D3. Ja? Also Schwarz hat keine Probleme. Und genau hier setzt Weiß an, bei dieser Abwicklung, bei der Idee von König F1, ja, und dem Turmtausch, ist eben die Idee, den König nach E2 zu stellen und hier die Einbruchsfelder abzudecken. Und jetzt sieht es ja, jetzt könnte man vielleicht auch mal irgendwann F2, F3 spielen. Und ja, dann vielleicht auch mal wirklich diesen Plan mit diesem G4, G5 umsetzen. Der E3 wäre dann gedeckt. Und hier könnt ihr mal kurz reingucken, denn die Strategie von Smyslov war nicht nur dahingehend, dass er, seine Figuren aktiviert und die des Gegners deaktiviert. Wer bis hierhin gekommen ist, ist schon mal aller Ehren wert. Das war schon mal ein super Fortschritt. Hier gibt es sogar eine kleine Taktik. Und die hat Smyslov gefunden. Er hat hier nämlich Springer schlägt F2, einfach einen Bauern gewonnen. Und jetzt sehen wir natürlich die ganzen Bauern vereinzelt, isoliert, ja, G4 hängt da und so weiter und so fort. Und was passiert, wenn ich den schlage? Auf den ersten Blick, ich kann ja jetzt hier nicht auf die Grundreihe gehen, um den Läufer zurückzugewinnen, weil der Springer das Feld hat. Aber ich kann erst Turm D3 einschieben. Jetzt muss der Springer wegziehen, er kann nicht gedeckt werden. Und wohin auch immer er zieht, in der Partie kam C5. Dann wurde der getauscht und dann kam das Schach auf D2. Schwarz bekommt nicht nur seinen Bauern zurück. Na, schauen wir mal auf die ganze Bauernstruktur. Da ist ja gar kein Bauer mehr, der auch nur ansatzweise gesund ist. Ne? Und die Partie dauerte noch 18 Züge und dann hat Smyslov seinen Vorteil verwertet. Also, ich hoffe, ihr konntet dieses Manöver mit F6 und E5 auch finden. Und wenn ja, gratuliere ich euch. Damit bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.